Heute, was geht ab, Leute? Hier? Döner-Time. Neuer Monat, neuer Döner des Monats und der letzte des Jahres. Seitdem ich wieder Food durchziehe, haben wir jeden Monat den abgecheckt. Ich habe einen sehr netten Kommentar bekommen. Ich freue mich über den Support. Gib gerne Like, Kommentar. Und 2024 wird weiter durchgezogen. Schauen wir mal, was passiert. Ja, was geht ab? Servus. Hallo. So, Leute, Döner des Monats. Wir machen Kalbfleisch und Hähnchen. Salatmix, eingelegte Artischocken, okay, das ist krass, weil ich hatte in meinem Leben noch nie Artischocken, getierte Kartoffeln, gegrilltes Gemüse, weiße Zwiebeln, Hans-Kebab-Soße normal, Schafskäse, Chili-Soße, Silka-Chilis, okay, das kennen wir alles. Was ist dein erster Eindruck? Nicht so viel anders wie ein normaler Döner, oder? Nicht so viel wie sonst. Er freut sich, dass seine Döner-Empfehlung gut angekommen ist. Aber ich hab's dir gesagt davor, dass du den davor nicht kanntest, ist eigentlich schon traurig. Ja, ich hab den schon mal gegessen, aber zwar lange, vor Corona-Zeit oder während Corona, ja. Ich glaub vor sogar. Da ist er nicht so im Gedächtnis geblieben. Ne, im Gedächtnis geblieben ist er so gar nicht. Ja, okay, wenn du jetzt hingegangen wärst, ohne dass du jetzt irgendwie aber extra reviewen hättest wollen, wäre dir das aufgefallen. Wahrscheinlich auch nicht. Hättest du gesagt, ja. Nee, ja, das war auch bevor ich ganz viele Döner gegessen habe, also bevor mein Palate sozusagen sich entwickelt hat. Ja, okay. Und so viele Vergleichsmöglichkeiten hatte. Weil jetzt mittlerweile habe ich ja sehr viele Döner in München gegessen. Ja, und eigentlich gibt es kaum einen Laden, wo ich öfter als einmal hingehen würde. Ja, eben. Und auch wenn Hans Kebab solid ist, wir sind ja jeden Monat nur hier wegen dem Döner des Monats. Jetzt für den normalen Döner würde ich jetzt nicht nochmal extra kommen. Die haben halt hier eine gute Lage, weil hier gibt es sonst keine Konkurrenz. Das ist ein, leider war München Innenstadt gibt es keinen Döner, es ist so traurig. Aber jetzt, Außer jetzt so extra für was anderes kommen. Außer Super Crunch Pommes, dafür will ich schon kommen. Amen, Leute. Wieder voll. So. Das ist Grillgemüse, wo ist die Artischocke? Das ist die Artischocke. Ich bin gespannt. Kartoffel sieht mir nicht so frittiert aus. Das ist wieder unessbar. Ich muss sagen, diese Chili-Soße war schon öfters drin, aber die war jetzt nie so scharf, ist mir nie aufgefallen, aber ich hatte jetzt diese Kartoffel mit Chili-Soße und die haut schon rein. Das ist die Artischocke hier. Das ist Artischocke, ja. Schmeckt man. Nicht so aktiv. Ich habe selber gedacht wie du, dass es sehr scharf ist, ja. Aber es geht dann im Döner. Ja. Ich habe nämlich auch so eine Kartoffel davon probiert, war auch scharf, aber es geht. Okay. Ich weiß nicht, was das für ein Gemüse ist. Und wenn jetzt das Artischocke? Ich glaube, das ist die Artischocke. Zucchini ist am Start. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr schon mal Döner mit Zucchini hattet. Sehr wahrscheinlich nicht. Wobei? Bei normalem Grillgemüse ist Zucchini, glaube ich, dabei. Ich glaube nicht. Du hast gesagt, es ist wie so Gemüse. Ja. Ich habe vergessen, was ich gesagt habe. Da. Das ist die Artischocke, Mann. Ich will mir jetzt ein fettes Bissen mit Artischocke. Ja.
Ja, da kommt halt neben Döner mit Grillgemüse fast gleich. Und mir taugt Döner mit Grillgemüse eigentlich nicht, weil das ist dann zu viel vom Fleisch wegnimmt. Zu viel Zeug. Und hier ist auch so. Hier ist ein bisschen zu viel von Nicht-Fleisch drin. Das ist fast schon so wie ein Veggie-Döner, Mann. Und da haben wir ja auch noch normalen Salat drin, Zwiebeln. Paprika, Kartoffel, Artischocke, Zucchini. Zwiebel habe ich schon gesagt, ich glaube schon. Das Gemüse ist auch alles ziemlich weich. Normal haben die immer irgendwas drin, was so ein bisschen Crunch gibt. Ja. Entweder Pommes oder sonst. Nicht Erdnüsse, Ding. Haselnüsse. Ja. Jetzt mal die Tortillas drin. Tortillas hatten die drin. Heute musst du alle Döner des Monats ranken. Das ist dein Favorit und der schlechteste. Also ich weiß es schon. Ich glaube, das kommt doch. Den letzten Platz für mich. Aber persönliche Geschmackssache. Baby Boy, ich weiß gar nicht, wie ich das überlege. Ist gut gefüllt, aber nicht mit den Sachen, die ich mag. Also es ist jetzt nicht so, dass man kein Fleisch schmeckt. Das schmeckt man natürlich schon noch. Ich möchte noch anmerken, jedes Mal, wenn wir hier sind, arbeiten die zwei Kollegen hier. Ich denke, wir haben die irgendwann mal frei. Ist nicht so, egal welcher Tag, egal ob unter der Woche abends oder jetzt Wochenende mittags. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die Artischocke gut ist oder nicht. Da habe ich absolut keine Erfahrung. So, bin noch am Start. Was hast du gesagt? Döner des Monats, meistens bis jetzt, wird immer besser, je weiter du rein bist. Also, dass du mehr normal wird. Und dann nur noch das Fleisch. Nur das Fleisch, ja, Mann. Näher uns Wände. Jetzt zeige ich nur noch Fleisch auf die normaler Döner. Aber der Kick hier. Ihr seht, das Fleisch ist nicht so kräftig und unten hatte ich eigentlich gar nicht voll gesogen. Ja. Weil das Brot immer top ist. Ja, das Brot ist immer top, ne? Ja. Das ist sehr gutes Brot. Das Fleisch an sich ist auch nicht schlecht. Das ist halt nur dezent. Ja. Das müsste eigentlich der super saftige Bissen sein, wo dir schon ein bisschen die Sabber drauf wird. Ja, genau. Entweder ist es das Fett vom Fleisch oder ist es zu wenig Soße oder ist es halt keine Ahnung, was es ist. Irgendwas fehlt. Aber eigentlich ist das schlecht von denen gemacht, wenn am Ende nur noch Fleisch übrig ist. Ja, ich sag dir. Also ich glaube, oben ist immer alles. Du musst es ein bisschen besser mixen. Ich sag, du musst es besser mixen. Also eigentlich normalerweise. Weil am Anfang, wenn ich einbesse, ist immer zu overwhelming. Zu viel Zeugs. Ja. Zu viel Zeugs. Und jetzt am Ende ist immer. Ich sag, die machen aber die Belegung, es wird Fleisch belegt. Und. Generell, also ich meine, du kannst es doch nicht vermeiden, dass am Ende noch nur noch Fleisch ist, aber es ist am Anfang zu viel. Die müssen es halt besser halt so übereinander schichten. So quasi. Anstatt so, ich habe das Gefühl, dass sie das halt so wie eine Tasche nehmen und dann oben drauf schichten. Ja? Anstatt so übereinander schichten und dann das Ding zu machen. Weißt du, was ich meine? Also was uns bei Hans Kebab immer fehlt, ist der Königsbissen. Die sind ein bisschen zu clean, das Fleisch ist nicht so fettig. Und dann saugt sich das nicht mit der Soße und dem Brot und dem Fleisch am Ende zu voll. Und das gab's bei Rollos. So Leute, wir haben nochmal alles rausgesucht. 5 Döner des Monats haben wir abgecheckt. Dezember, Döner mit Artischocke. November, Döner mit Olive, Hashtag Sudeist. Oktober, Döner mit Jalapenos und Nachos, so Mexican Style. September, Döner mit saurer Gurke. Da haben wir beide gesagt, oh, der war nicht schlecht. Und August, Döner mit Ananas von ChatGPT. Ich kann ganz klar sagen, heute Dezember war für mich der schwächste und vorletzte war Mexican Style.
Aber das war Geschmackssache, weil ich mag so viel Gemüse nicht. Ich mochte dieses Mexican-Style nicht. Was waren deine zwei schlechtesten? Schlechteste war, ich hätte sogar gesagt, der nicht heute, sondern ich hätte gesagt Olive und Mexican-Style. Olive war mir zu krass, so gut. Ja, ja, oh ja. Es hat nur noch Olive. Oh ja, das stimmt auch. Also das sind die Bottom 3 auf jeden Fall bei mir. Ja. Und danach, Ananas war echt solide. Ananas war solide? Aber am besten eindeutig saure Gurke. Saure Gurke war krass, das war krass. Ja. Würde ich auch sagen, normaler, der war eigentlich wie so ein normaler Döner, so halt noch irgendwie so das. Ja, mit saure Gurke. Und einer von den zwei hatte auch noch Crunchy Pommes. Ich glaube sogar, der mit saure Gurke. Ich glaube auch. Ja, war deswegen krass. War der so krass. Saure Gurke 1 und Ananas sogar 2, ja. Wir freuen uns auf 2024 mit 12 weiteren Dönern. Schaut mal, Leute, die Gurkenecke, saure Ecke. Und wir philosophieren noch über die saure Gurke vom Döner des Monats. Dass die echt gut kommt und eigentlich ins Dauersortiment eingenommen werden kann. Ich habe ja dieses eine Video rausgehauen. Ja. Von diesem TikTok-Döner. Ja. Haben die was geschrieben, oder? Da gab es ein bisschen negatives Feedback. Ja. Dass du zu hart bist. Fandest du, ich hab's zu hart zu extrem geschnitten? Oder nee, eigentlich waren es ja deine Worte erstmal. Das war alles drauf, was ich sagen wollte. Oh mein Gott. Also fandest du dich nicht fandest zu hart. Du den also gut? Nein, ich fand den nicht gut. Ja, also. Ich sag, es war halt alles schlecht. Es war auch schlecht, ja. Also würdest du da nochmal hingehen und was hier holen? Nein, natürlich nicht. Genau, und ich sag, also es war Brot schlecht, Fleisch unterwürzt. Oh mein Gott, der war sich auf. Mann. Das war einfach schlecht. Ja. Schon wenn irgendwas geht, dann hätte ich gesagt, okay, dann sind wir eine 5 oder so. Ja. Aber wenn alles schlecht ist. Unterirdisch. Alles unterirdisch. Ja, natürlich. Natürlich kommen dann auch Freunde von dem Laden und verteidigen den und so. Ist verständlich. Also ich fand es auch nicht so hart, weil sonst, sonst hätte ich es ja nicht so. Sogar euch kein 2-Jahr-Ranking rausnehmen. Ja. Also ich fand den echt nicht gut. Also du begreifst nichts. Ne, absolut nicht. So. Das war's von mir und vom noch kritischen Boss. Er bereut nichts. Der letzte Döner des Monats bei Hans Kebab. Vielleicht ergibt sich noch ein Döner-Video mit dem Kollegen. Ansonsten unser Ranking nochmal. Auf dem 5. Platz, also wir hatten bisher nur 5, seitdem ich wieder Food durchstarte. Döner mit Olive. Auf Nummer 4, der von heute, Döner mit Artischocke. Nummer 3, Döner mit Jalapenos und Nachos. Auf dem 2. Platz, Döner mit Ananas von ChatGPT. Kam überraschend gut. Und auf Nummer 1, Döner mit saurer Gurke. Die kann was. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Wir sind immer noch im Insi-Modus. Mal 10.